Mach langsam. Beweg dich! Das beste Angebot war und bereit. Schüttet die aus Eimern! Hexer, auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben, ich habe eine Frage an dich. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da? Die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief.
Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Hier und dort und überall? Nicht überraschend, wenn du allein unterwegs bist. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt gehörst du zu uns. Stimmt. Du gehörst zu uns. Wir trinken zusammen, haben zusammen ein Wildschwein erlegt, aber wir haben keine Ahnung, wie du hergekommen bist. Eine Frau im Männergewand. Klinge auf dem Rücken. Was bist du eigentlich? Eine Söldnerin? Sagen wir, ich gehe meinen Geschäften nach und wenn ich was verdienen kann, schlage ich das Angebot nicht sofort aus. Ich fand's schon immer gut, wenn sich Mädchen in der Welt von heute verteidigen können. Schon gut, schon gut. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist? Aufsteigen! Los, Ciri, mach uns keine Schande! Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins! Zeig ihr, wie es geht! Nicht aufgeben, Mädchen! Beeilung, schneller! Komm schon, Mädel! Dein Schwert gehört mir! Das werden wir ja sehen!
Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten, sich dabei den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr. Und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort. Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Bis dann. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Ich hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, womit er hätte ihn am Kragen gefasst. Du mir Arsch klar, Jungs. Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknöpfen. Die Alte vom Schmied, die mit der Zahl...
Du hast Augen wie eine Katze. Kriegst du auch Mäuse? Weißer, schau mal hier drüben. So sehen wir uns. Zeig mal, was du anzubieten hast. Bis dann. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis. Oder... Moment mal. Du da, Weißer! Glaubst du etwa deine zwei Schwerter... Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Wie kann ich helfen? Ich brauche eine Rüstung. Leb wohl. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Mama sagt, wenn ich brauche, du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komm gar nicht zu Atem. Wow, deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Langsam, langsam.